Ciao. Ich geh schon mal einkaufen. Ciao. Okay. Morgen. Morgen. So, ihr hattet ja eine Hausaufgabe auf. Wer möchte denn mal seine Analyse vorlesen? Mhm. Timo, wer ist denn mit dir? Was? Deine Hausaufgabe, lies mal vor. Ach so, ja. Im vorliegenden Auszug aus Tauben im Gras von Wolfgang Körpen geht es darum, dass Figuren wie zum Beispiel Emmy einen Gegenpol zu den anderen Figuren bilden, mit denen sich der Leser identifizieren kann. Ja, bestimmt. Also, das ist einfach mega arschig. Ja, Mann, du hast dich gemeldet. Ja, ich sitze einfach so lange an diesen verdammten Hausaufgaben. Ich bin da einfach als Gedicht. Und ich habe drei Sätze geschrieben. Und ich melde mich mal freiwillig. Aber das macht er immer. Ja, ist schon klar, was ich da schicke. Das war ein Grund, was er für den Bauch ist. Ja. Er hat auch hart geschwitzt unter dem. Was muss man ausgehen? Hey. Na? Was hattet ihr gerade? Deutsch und ihr? Bio. Oh. Kommt ihr mit nach draußen? Ja, klar. Habt ihr heute Abend schon was vor? Lass mal was machen. Also ich hab nichts geplant. Von mir aus gerne. Ja. Ja klar, es hat einen anderen Bescheid. Okay, ich habe jetzt 2 Freistunden. Wir sehen uns dann einfach später. Hau rein. Okay, tschö. Auf jeden Fall mein Kunstlehrer, der ist eh so ein bisschen behindert. Der ist einfach totaler Holzkopf. Ich und Leon meinen einfach das identische Bild. Ich krieg eine 4, er kriegt eine 2. Aber Kunst ist doch voll geil. Nicht bei dem. Bei wem hast du? Herr Fahle. Ah, kenn ich. Hey Timo, jetzt leg doch mal dein Handy weg. Ja, warte. Nee, nichts, ja, warte. Was machst du da überhaupt? Nichts. Nee, jetzt mal ernsthaft, ist irgendwas? Nee, ist alles okay. Ja, dann pack jetzt mal das Ding weg und komm hier rüber. Hey, Timo, auch noch unter uns. Ja, klar. Schon für die Klausur nächste Woche gelernt? Ja, geht. Und du? Ach, auch. Und du, Vicky? Hä? Was? Ob du für die Klausur gelernt hast? Ja. Ja, sag mal, Chris, was war eigentlich mit der einen von neulich? Mit Alex? Ja, kann sein. Nix, was soll sein? Weißt du nicht mehr? Du hast sie voll angegraben, Mann. Ja, und? Mehr läuft da nicht? Doch. Geht. Ja, nix Ernstes, glaube ich. Muss mal gucken, keine Ahnung. Okay. Oh, ist aber schon ganz schön spät. Ich glaube, ich muss nach Hause. Ja, ich auch. Ich glaube, ich schließe mich dem mal an. So, ich bin auch weg. Tschüss. Also wir müssen jetzt da lang und ihr? Wir müssen in die andere Richtung. Ja. Ciao. Ciao. Ciao.
Du? Ja. Was ist denn los? Nichts, was soll schon sein? Ja, keine Ahnung. Anna, ich glaube, ich bin schwul. Oh, okay. Und weiß es schon jemand? Nee, niemand. Seit wann weißt du das denn schon? Ach, keine Ahnung, schon ein bisschen. Okay. Bist du deswegen die ganze Zeit an deinem Handy? Na. Ah, du schreibst mit jemandem? Ja. Mit wem denn? Keine Ahnung, er schickt kein Foto von sich, aber ist ganz nett. Er meint, wir kennen uns. Okay, das ist doof. Hast du sonst noch jemanden in Aussicht? Ja, schon. Wen denn? Das verrate ich dir nicht. Ja, jetzt hast du dich schon geoutet, jetzt kannst du mir das auch noch sagen. Chris. Ja, Chris ist halt nicht nur ein Mädchenschwarm. Ja, okay, ich muss jetzt da lang. Wird schon alles gut. Bis morgen. Bis morgen. Ja, die hab. Ja, wie gesagt, also ja, das kennt gar nicht. Das wäre schon ziemlich. Das ist schon fast eine Universum. Ja, ja. Guten Morgen. Guten Morgen. Wir fangen direkt mit dem Unterricht an. Bitte holt eure Hausaufgaben raus. Wir werden die jetzt in Paaren korrigieren. Tauscht sie bitte mit euren Nachbarn aus und überarbeitet die nochmal. Ihr könnt euch auch mit den Nachbarn aus der Hinterreihe austauschen. Guck dir mal Lars an. Kriegt euch eh wieder einen Anfall oder so. Lars? Lars? Arbeitet weiter. Schon irgendwie krass. Ja, ne? Naja, war schon irgendwie immer komisch. Hey Leute, wisst ihr noch Mäuse? Ah, die meinen bestimmt nichts. Ja, ich weiß. Sollen wir einfach mal rübergehen? Seid ihr auch mit dabei? Wohin? Morgen schwimmen. Jungs, da war doch was. Ach ja. Ich kann nicht schwimmen. So. Echt jetzt? Okay, dann morgen halt bei mir. Ja. Was hast du so am Wochenende gemacht? Ja, ich war ist, ja. Grillen. Grillen mit Freunden. Echt mega krass. Ja, ne? Ich fand das schon immer irgendwie komisch. Irgendwie schon. Und jetzt ziehen alle über ihn her. Entschuldigt bitte. Lasst mal die Aufgaben liegen. Der Lars möchte euch was sagen. Also, viele von euch haben es bestimmt schon vermutet oder zumindest irgendwo gehört, aber ich bin schwul. Aber Bianca. Nee, ich hätte auch nicht gedacht, weil die kennen sich ja noch nicht. Ja, aber mich nervt das einfach so. Die ist so nervig. Ja. Ich habe ja auch geschrieben, dass sie das lieber nicht machen soll. Ich bin es auch. Weiß ich auch nicht. Was? Ich bin es auch. Ich bin auch schwul.
So hat Lars es aber nicht gesagt. Ich weiß, ich rede ja auch von mir. Okay, na und? Na und? Na und? Der hat gesagt, der ist ein scheiß Schwuchtelmann. Hey! Sag mal, geht's noch? Das reg ich doch nicht so auf. Habt ihr ihm nicht zugehört? Chris, ist doch egal. Nix ist egal, Mann. Komm mal runter, ist immer noch unser Kumpel. Ja, das hast du ja toll hinbekommen. Ich gehe jetzt auch. Ich glaube, ich gehe auch besser. Ich auch. Dann geht doch alle. Tschüss. Timo, jetzt warte doch mal. Ja, worauf denn? Bleib doch mal stehen. Hey, vergiss, was er gesagt hat. Du bist immer noch unser Freund. Scheiß auf ihn. Timo? Ja? Kommst du mal bitte? Wo bist du denn? In deinem Zimmer. Kannst du mir das bitte mal erklären? Das ist für die Schule. Timo? Bist du etwa schwul? Das glaube ich jetzt nicht. Nein, mein Sohn ist nicht schwul. Ich hab's dir doch erklärt. Ich hab keinen schwulen Sohn. Echt? Das haben sie gesagt? Ganz schön krass. Allerdings. Ja, die kriegen sich bestimmt wieder ein. Ja, aber ich meine, sie sind doch keine Kinder mehr. Die müssen doch mal überlegen, wie das, was sie sagen, bei anderen ankommt, oder? Ich denke mal, das meinen sie auch nicht so. Wir brauchen halt ein bisschen Zeit. Wie kam deine Mutter eigentlich an deinen PC? Ich muss ihn in der Eile nicht richtig ausgeschaltet haben. Also wolltest du gar nicht, dass sie das sehen? Nein, natürlich nicht. Okay. Leute, ich will euch ja nicht rausschmeißen, aber ich muss gleich los. Ja, klar, kein Ding. Danke. Immer gerne. Tja, das ist dann halt dann so. Mhm. Na gut, ich glaube, ich werde dann jetzt mal nach Hause. Ich habe noch ein bisschen was zu tun. Alles klar. Tschüss.
Entschuldigt bitte, lasst mal die Aufgaben liegen. Der Lars möchte euch was sagen. Ich bin schwul. Ich bin es auch, ich bin auch schwul. Na und? Na und? Der ist ein scheiß Schwuchtelmann. Bist du etwa schwul? Glaube ich jetzt nicht. Nein, mein Sohn ist nicht schwul. Ich hab keinen schwulen Sohn. Liebe Mutter, lieber Vater, jetzt braucht ihr hoffentlich keine Rücksicht mehr nehmen. Ich muss mir nicht mehr wie Ballast vorkommen. Auf meinem PC, auf dem Desktop, ist eine Textdatei mit dem Namen Passwörter. Darin sind Nicknames und Passwörter für alle möglichen Internetseiten. Viel Spaß beim Lesen. Timo. Da. Sag mal, was machst du denn da? Ey, gib die scheiß Tabletten her. Lass mich. Gib her. Nein. Gib jetzt. Ich doch. Was? Ja, Mr. Boy, das war ich. Es gibt Tabletten her. Deswegen wollte ich dir auch keine Fotos schicken.
schon gut. Ich liebe dich auch. Komm mal her.